Die Zeche Oberhausen war ein Steinkohlenbergwerk in Oberhausen. Das Bergwerk wurde von Franz Haniel gegründet und war die erste Hüttenzeche des Ruhrreviers. Bis zu 2381 Menschen waren hier beschäftigt. Der Betriebsbeginn war im Jahr 1859, das Betriebsende im Jahr 1931. Die Pförtner Häuser, der Förderturm sowie das Steigerhaus wurden restauriert und sind bis heute erhalten geblieben. Im Bereich der Schächte befinden sich jetzt diverse Kleinbetriebe. Vom 1. Mai bis zum 3. Oktober 1999 fand auf dem ehemaligen Zechengelände und der Kokerei die Olga statt. Die Olga ist die Oberhausener Landesgartenschau. Bis heute ist der Olga-Park für die Bürger geöffnet. Ganz in der Nähe befindet sich der Gasometer. Der Gasometer Oberhausen ist ein Industriedenkmal und die höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle Europas. Weltbekannte Künstler wie Christo haben hier ihre Werke ausgestellt. Auf dem Dach befindet sich eine Aussichtsplattform.